Wir sind 2016 hierher gerufen worden, um hydrologisches Monitoring einzurichten, weil es gibt eine Besonderheit an diesem Standort, dass nämlich unter uns ein Stollensystem, ein Kammersystem besteht, in dem Technikgeschichte eingelagert ist, mehr oder minder geflutet im Wasser, die letzten 70 Jahre überstanden hat. Der Betreiber dieses Abbaugebietes möchte gern den Anhydritabbau erweitern und greift möglicherweise dadurch in den Grundwasserhaushalt dieser Region hier ein. Das soll überwacht werden und die Zielstellung ist, dass der Grundwasserstand in diesem Stollensystem nicht verändert wird. Dazu haben wir über das Gebiet 5 Messstationen installiert, teilweise, weil es keinen Stromanschluss gab, solar versorgt, wie man das jetzt hier an dieser Messstation sieht. Die Daten werden von allen Standorten zentral zu unserem Datenserver gesendet, dort aufgezeichnet und dem Kunden bzw. der Überwachungsbehörde zur Verfügung gestellt. Im Vorfeld unserer Installation wurde ein Bohrloch abgeteuft, etwa 40 Meter durch den Gestein, in einen Hohlraum in einer dieser Kammern. Durch dieses haben wir dann von oben unser Messkabel geführt. Eingesetzt haben wir an diesem Standort ein ECV3-Modul, an welches die analoge Sensorik angeschlossen wurde. An anderen Standorten haben wir es dann mit MUG und MUG-Mini-Technik gemacht.